faut kommen, le cop. Ja, Mann, dann jumpen wir mal gleich rein. Also Ibra und, Ibra, Bra. Und Ibra LeBron, zwei Kings in ihrer Disziplin. Ja, Mann. Und ja, Mann, also Ibra hat LeBron auf jeden Fall kritisiert für eine Aussage. Bei Discovery Channel meinte er ja von wegen, LeBron soll aufhören, sich über die Politik sich Sorgen zu machen, sondern sich darauf konzentrieren, was er tun kann. Ja. Das ist Basketball spielen. Er meinte, viele Sportler machen immer den Fehler, dass sie denken, sie müssen sich politisch engagieren oder politisch werden oder sein. Ja. Und statt sich auf die richtigen Sachen zu konzentrieren. Ja. Ja, also ich muss da wirklich sagen, also ich bin wirklich 95% der Fälle bin ich auf Zlatans Seite, wenn nicht sogar mehr. Aber ich glaube, hier wirklich hat er sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Weil ich finde, das ist eine Thematik, speziell bei einem LeBron, der in Amerika wohnt, wo offensichtlich Sachen vor sich gehen, weißt du, die ein Ibrahimovic jetzt nicht unbedingt kennt, weißt du. Das ist etwas, du kennst das nicht, Bro, weißt du, rede nicht über Sachen, von denen du keine Ahnung hast, weißt du, das betrifft eine ganze Community über die Sachen, über die LeBron James spricht. Ja. Und ich finde es sogar ein bisschen schade, dass du die Wichtigkeit davon nicht erkennst, dass jemand wie LeBron James mit der Position, die er hat, die Reichweite, die er hat, sich für seine Community ausspricht und anstatt es zu unterstützen, versuchst du ihn, weißt du, schlecht zu reden, öffentlich. Naja, wie man bei uns sagen kann, Cameron, wenn etwas nicht auf dich ist, dann weißt du es nicht. So, weißt du, was ich meine, dann fühlst du es auch nicht. Ja. Ich glaube, es ist das Gleiche hier. Es ist halt ein Thema, das ihn wahrscheinlich nicht anfasst. Er kann nicht verstehen. Weißt du, er kann es nicht verstehen, er kann es nicht nachvollziehen. Und, aber muss nicht mal unbedingt sein. Ich meine, manchmal sind Leute einfach so, wie die sind. Das heißt, es ist nur Ibrahimovic so, es gibt Schwarze, die genauso sind. Natürlich. Wo diese ganze Thema sich einfach nicht interessieren, so weißt du. Die denken so, konzentrier dich auf das, was du machen kannst, ändern kannst und mach das. Ja. Alles, was politisch ist, lass du den Politikern. Aber ich muss sagen, da bin ich total gegen dich. Ich bin vollkommen auf der Seite von LeBron James und so, weil im Endeffekt ein Sportler ist nicht nur ein Sportler. Und wer bist du, um ein Sportler zu sagen, er soll nur ein Sportler sein? Weißt du, was ich meine? Das ist halt das Ding. Ich denke mir so, ein Sportler, okay, es ist sein Beruf, aber dein Beruf macht dich nicht aus. Ja. Weißt du, was ich meine? Ibrahimovic sagt das, ja, konzentrier dich auf der blablabla, aber in diesem Punkt bin ich gar nicht seiner Meinung. Ich glaube, in diesem Punkt wirklich hat er komplett verkackt. Ja. So, sorry für meine Sprache, aber wirklich, aber Ibrahimovic hat komplett jetzt falsch in den Falschen gegrätscht. So. Ja, ich finde halt auch, warum, weißt du, LeBron James, er macht ja etwas Positives damit. Weißt du? Warum willst du es öffentlich schlecht machen? Du hast Millionen von Followern, weißt du, von Leuten, die dich feiern. Mhm. Und wenn du so sagst, du weißt selber, wie Leute Schafe sind, die laufen mit und dann sagen sie, ach ja, guck mal, LeBron James, guck mal hier, mach so und so. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja. So, warum, wozu? Weißt du, was hat dir das gebracht am Ende des Tages, weißt du? Nix. Weißt du, deswegen an dem Punkt einfach Klappe halten, weißt du, du hast keine Ahnung, wie es ist, weißt du, wenn dein Volk oder, weißt du, Schweden oder so bedroht wäre von irgendetwas, weißt du, da würdest du auch dagegen was sagen, öffentlich, weißt du, wie ich meine? Ja, aber deswegen ich halte nichts davon. Es erinnert mich ein bisschen sehr an diese Pro-Trump-Journalisten, die immer zu LeBron gesagt haben, Hand und Dribbel. Ja. So, weißt du, was ich meine? Und ich halte halt komplett nichts davon. Das ist wirklich, du minimierst jemanden zu seinem Beruf. Wirklich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber du limitierst ihn nur auf seinen Beruf. Ja. Dein Beruf macht nichts aus zu der Person, die du bist. Das ist ein Teil von deiner Persönlichkeit. Wirklich, ich meine, der Ex-Fußballspieler Flamini. Ja. Er ist der reichste Fußballspieler überhaupt, weil er hat eine Pharmazie oder Industrie irgendwie gebildet, so eine Marke für irgendwelche Forschungsgeschichten. Okay, hätte er nur Fußball spielen sollen? Some Bullshit, also da wirklich. Das macht sorry, nicht mal Sinn. Sorry, Ibra, du hast fuck. Auf jeden Fall wirklich, Bullshit das gelabert vom Feinsten. Bullshit, das vom Feinsten. Wie gesagt, so, weißt du, gerade wenn
wenn du ihm schon den Respekt gibst und du sagst, er ist krass in dem, was er macht, ja, dann supporte ihn doch auch oder sei ruhig. Ich verstehe auch seine Intelligenz. Und LeBron James ist sowieso dafür bekannt, ein extrem intelligenter Typ zu sein. Ja. Ob es jetzt auf dem Plakett ist oder Parkett ist, Parkett, auf jeden Fall, oder außerhalb. Ich meine, durch ihn hat er so in sein Unternehmen die Spieler berät, die sehr erfolgreich ist mit seine ganze Kumpels von seiner Jugend haben sie zusammen etwas gebildet, wie sagt man das? Aufgebaut, genau, aufgebaut, so die wirklich die Leute hilft und pusht und viele Spieler wirklich in gute Wege leitet, dass sie etwas schaffen, was sie niemals so geschafft hätten ohne diese Organisation. Weißt du, ich meine, er hat wirklich die NBA verändert in der Art und Weise, wie Spieler sich selber sehen und so. Ich finde es halt ein bisschen dumm zu kommen und jemand zu sagen, ey, okay, sei leise jetzt und dribbel. Wirf deine Körbe. Ja, das ist echt. Ich hatte komplett nichts davon. Weißt du, wenn ihr irgendwas macht und ihr wollt, habt eine Position, ihr wollt was sagen gegen etwas, was euch nicht gefällt in der Gesellschaft, dann macht das. Ich sag nicht, wenn du in dieser Position bist, musst du machen. Natürlich, viele würden ja sagen, so, oh nein, ist deine Verantwortung. Aber ey, nicht jeder fühlt sich dazu berufen. Aber wenn du es tust, dann mach es. Ja, weißt du, also das ist meine Meinung auf jeden Fall, weißt du, wie ich meine? Und da darf keiner irgendwas dagegen sagen, weißt du, ob es ein Ibra ist oder irgendein dahergelaufen hat. Ja, wirklich, ich hatte komplett nichts davon, so, weißt du. Und ja, wo wir noch bei Fußball sind, wie wir schon gesagt haben, Alaba. Wir haben ja letztes Mal über Alaba geredet, bei Bayern, wie sie ihn behandeln, dass sie ihn schlecht behandelt oder gut oder whatever. Aber ja, wir wissen alle, sie behandelt ihn schlecht. Ja, safe. Für uns zumindest. Ja. Andere Bayern-Fans werden noch andere Meinung sein. Ich bin ein Bayern-Fan, aber der Club geht nicht unbedingt vor den Mensch. Ja. Weißt du? Anscheinend, er wollte nicht nur mehr Geld von Bayern, sondern auch, dass sie seine Position wechseln. Und er hat das ja anscheinend auch, ich glaube 2016 hat man ihm das versprochen. Also seit sehr, sehr vielen Jahren höre ich das auf jeden Fall und weiß, dass er das auch kann. Ja. Er hat das auch mal zwischendurch gemacht. Er hat doch auch angefangen, oder? Ich glaube nicht angefangen, aber zwischendurch hat er, also ich, bei Bayern auf jeden Fall nicht angefangen. Ich mein davor sogar. Ja, davor kann sein, aber bei Bayern hat er zwischendurch auf jeden Fall defensiv Mittelfeld gespielt. Ja. In defensiven Mittelfeld gespielt. Und ja. Ja, ist auf jeden Fall, also ich finde, er kann's, also Mittelfeld, also defensiv, ich weiß jetzt nicht, erinnere mich jetzt nicht an die Zeit, aber ich könnte mir sehr gut auch Flügel vorstellen, weißt du, so er hat's als Linksverteidiger, heutzutage bist du als Linksverteidiger auch mit offensiver Flügelspieler, weißt du, das ist einfach moderner Fußball heutzutage, deswegen, so, wenn da Platz ist, ich meine, klar, der Kader von Bayern ist immer noch der Kader von Bayern, so, weißt du, da ist auch schwierig. Schwer, weißt du, so, da muss man gucken, aber... Weil warum sollte man einen Goretzka irgendwie rausnehmen oder einen Kimmich rausnehmen, damit Alaba da spielen kann, obwohl er das in der Abwehr einfach sicher ist. Ja. Weißt du, so sehr ich verstehe, dass er mehr Geld haben will oder so, das verstehe ich wiederum weniger, wenn er bei den Bayern spielt. Woanders, ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass ein anderer Club sagt, okay, das machen wir. Er hat halt seinen Namen so gefestigt auf dieser Position, weißt du, er ist wirklich zur Weltklasse, hat er sich entwickelt, so auf dieser Position. Und oder wenn man einen Alaba auf dem Zettel stehen hat, dann will man ihn auf links haben, hinten, weißt du, wie ich meine? Ja, oder Innenverteidigung, wie er gezeigt hat seit letztes Jahr, so, weißt du, was ich meine? Ich kann es verstehen, dass man sich halt weiterentwickeln will und wenn das sowieso schon immer so sein Ding war, weißt du, wie ich meine, kann ich es verstehen auf jeden Fall. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er die Chance bekommt, ob jetzt bei Bayern oder woanders, weißt du? Ich glaube, es ist auch todeslang, weil ich immer nur Abwehr zu spielen. Also ich habe Abwehr gespielt. Ich auch. Und ich hatte die gleiche Situation. Eigentlich bin ich Mittelfeldspieler, aber mein Trainer hat mich immer hinten reingesetzt. Und ich habe mich so abgefuckt. Ich war so sauer jedes Mal, Alter. Deswegen, ich verstehe das ein bisschen. Aber auf diesem Niveau, ich weiß nicht, ob man so... Obwohl, das sagt man jetzt so, aber bei Kimmich war nicht anders. Kimmich war Rechtsverteidiger.
Und Innenverteidiger. Es gibt einige aber so Beispiele. Er ist sehr klein für einen Innenverteidiger, finde ich. Naja, Bruder, mit seinen gefühlt 1,40 da. aber in der Nationalmannschaft hat der Innenverteidiger auch gespielt. Und das ist ein bisschen komisch, finde ich. Aber er ist, das, Bruder, so eine Spieler wie Kimmich, die gibt es auch nicht alle Tage, weißt du? Er ist krass. Ja, er ist krass. Man muss wirklich sagen, der ist drauf. Er ist auf jeden Fall drauf. Er ist krass. Er ist aber wirklich, wenn du mit Kimmich spielst, du denkst dir so, okay, also Stürmer, du weißt immer, er wird dich finden. Hm. Wenn er dich nicht findet, er wird dich suchen. Hm. Weißt du, das ist krass. Genau gegen so eine habe ich immer gehasst zu spielen früher. Das sind diese kleinen, weißt du, die kleben an deinem Bein. Boah, du bist dir nicht los. Du machst einen Haken, du denkst, er sagt nein, er ist immer noch da. So eine kleine, wuseligen. Die sind immer da und selbst wenn die nicht da sind, die sind da. Du siehst sie nicht, aber die sind da. Aber das Gute, das Krasse auch bei so einem Spieler wie Kimmich ist halt defensiv, da er in Verteidigung auch gespielt hat und recht ist halt gut. Ja. Offensiv genauso gut. Das ist halt sehr, das ist sehr stark auf jeden Fall. Sehr selten. Außer unser Bruder Kolo Touré, der auch gezeigt hat, wie es geht. Touré war Macht. Er war sehr, sehr mächtig. Aber Guardiola. Ja, lass uns über ihn reden. Ja. Guardiola ist ein Hater, Mann. Schöre. Wir machen, bevor ich auch ein Format über ihn mache, wo ich ihn nur. Ich hate ihn nur. Egal, lass nicht zu weit auseinander gehen. Guardiola, er hat schon meinen Kopf jetzt gerade gedehnt. Ich schwöre. Damit YouTube nicht versteht, was ich meine. Dehnung, Shoutout Elvis. Shoutout Elvis. Elvis, OG. Berlin OG, ihr wisst, was es ist. Ich will nur die Millionen.